den Chat reinschreiben wollen und was nicht. Natürlich ist es richtig, dass es ein Zeitlimit gibt. Es muss hier spätestens nach einer Viertelstunde, glaube ich, auch angefangen werden. Das wird nicht immer durchgezogen. Ich meine, ihr kennt das ja, wenn ihr zweite Div guckt, dass es immer mal wieder relativ wirklich lange dauert, bis es dann schlussendlich auch mal losgeht. Ich kann es natürlich auf der einen Seite dann verstehen, dass hier die Leute auch anfangen möchten. Aber ja, das kann man natürlich auch ein bisschen netter im Chat vielleicht regeln. Ah, 2 gegen 2 jetzt, kleiner HP-Vorteil. Am Ende ist es nur noch Bragg. Der hat aber den HP-Vorteil, holt sich da auch nochmal Tomic. Und jetzt 1 gegen 1 geschnetzeltes. Ich glaube, er weiß auch, dass Croik da vielleicht nur noch einen brauchen könnte. Einen linken. Und ja, Bragg macht es am Ende. Das heißt, hier Mysterious Monkeys haben die Seitenwahl und können sich gleich aussuchen, was sie denn, wo sie denn gerne starten möchten. Cobblestone ist natürlich eher eine T-Map. Da kann man sehr, sehr viel auf T-Seite machen. Gerade der B-Spot, gerade der Dropper. Immer wieder. Ja, manchmal fände ich das ganz gut. Naja, wenn sich die Leute dann so ein bisschen zumindest am Kragen selber, am Riemen reißen würden. Ich meine, es wird ja auch gestreamt hier, selbst wenn wir heute eine relativ familiäre Gruppe sind. Naja, ich bin schon froh, dass nicht groß irgendwelche Beleidigungen kommen und so, wie ich das dann teilweise mal bei den FNBs, glaube ich, hatte und so. Das kann ich dann natürlich auch gar nicht leiden. Aber gut, wir sind in der ersten Runde. Es geht hier Richtung A lang durch den Kugang. Da steht Song Min. Der trifft die ersten Schüsse nicht. Versucht sich jetzt wegzuziehen. Donny direkt hinterher. Der trifft nochmal den Rücken. Aber ja, am Ende gibt es einen ins Gesicht. Aber die Zeit wurde hier schon rausgeholt. Die Mysterious Monkeys haben es auch mitgekriegt. Das ist hier im Grunde der Rundlauf, den sie machen. Es geht Richtung B-Spot. Bragg ist da gefangen und wird auch von Crowny rausgenommen. Trotzdem, jetzt geht es hier lang durch. Und da ist dann die Frage, wer kann hier die nächsten Kills holen? Creo mit dem schönen Headshot will den zweiten. Den kriegt er nicht. Tomic jetzt von der Seite. Oh, und er trifft die Headshots nicht. Es dauert, aber dann macht er ihn. Holt den Bombenplanter auch noch 2 gegen 2 HP-Vorteil. Definitiv bei den CTs. Die haben aber kein Kit. Dafür beide Mann Kevlar. Sie müssen jetzt trotzdem so langsam auch mal gucken. Sie haben die beiden Spieler hier eingekreist. Tomic kommt jetzt von der Seite rum. Und Pat macht dann aber den Kill. 1 gegen 2 jetzt. Jetzt ist es nur Crony. Der kreucht hier um die Ecke rum. Sucht natürlich den Kill. Der hat auch eigentlich keine Zeit mehr. Hat er jetzt Donny gefunden. Gibt nochmal einen zweiten Hit. Holt sich dann auch Donny. Kann er den letzten hier auch noch kriegen? Es ist schon zu Ende. Es ist überhaupt nicht mehr relevant. Vielleicht die 300 noch mitnehmen. Kommt er da mit dem Kevlar noch weg? Ja, zumindest das kann hier Crony noch durchbringen. Aber das ist natürlich nicht mehr als ein Trostpflaster, was wir da dann von ihm für ihn so haben. Kann jetzt im Grunde eine Scout dazu kaufen oder einfach, ihr seht es gerade, eine UMP und ein bisschen was an Equipment. Das ist auch nicht schlecht, das in so einer Force-Buy-Runde zu haben. Und hier müssen Mysterious Monkeys auf jeden Fall nochmal aufpassen. Bauen sich jetzt eher Richtung A wieder auf. 3 Mann wollen da auch schon vor. Crowny jetzt mit der UMP ist gefragt. Kriegt einen, wird dann aber gerefragt von Pat. Aber das hat dafür gesorgt, dass hier mehr Spieler verschieben konnten. Es wird wieder getauscht anscheinend. 3 gegen 3 am Ende. Und jetzt kommt die Rotation. Sie wollen Richtung B, haben mitgekriegt, dass da sehr viele CTs auf dem A-Spot sind. Aber auch die CTs wissen natürlich, dass sie so langsam mal bisschen was ausschließen müssen. Erste Schüsse wurden da noch verteilt. Und dann gibt Pat auch nochmal den Kill gegen Lina. Währenddessen haben seine Mates den A-Spot eingenommen. Und es ist jetzt noch Tomic, der im Grunde auch jetzt schon sagen könnte, er würde hier seine Waffe wegbringen. Hat ja die MP9 in der Hand. Kevlar dabei. Sein Mate Croik nochmal erfolgreich, will hier auf jeden Fall, würde ich sagen, die AK auch durchbringen. Und Tomic ist aber nochmal auf der Jagd. Nein, jetzt ziehen sie sich auch zurück. Das kann man auch verstehen. Die CTs haben hier kein Kit gehabt, um da noch großen Retake zu starten. Gerade die AK, die sie hier rausbringen können, definitiv wert.
hier die Runde dann noch abzugeben. Es war ja auch nur der Force, bei dem sie gespielt haben. Damit 2-0 für die Monkeys. Die aber wirklich schon viel an Equipment und Waffen abgeben mussten. Gerade die AK kann jetzt ganz, ganz gefährlich werden in den Händen von Croik. Der kauft natürlich nicht groß noch was dazu, denn das hier ist die Full Eco für die Stofftiere, damit sie in der nächsten Runde, in der vierten Runde, dann auch wirklich voll kaufen können. Ja, da gibt es den Train über Titanic, da wird geflasht, da wird alles Mögliche geworfen. Jetzt geht's hier raus, Assa als Erster, aber es ist Croik mit der AK, stärkste Waffe. Und er macht das 3K, er macht das 4K und sie holt es ohne Probleme. Lina klaut hier noch das Ace, aber zumindest dafür hatte Croik dann auch noch den Assist gekriegt. Richtig, richtig starke Runde, er war halt genau an der richtigen Position zur richtigen Zeit und die Stofftiere schlagen in ihrer Full Eco direkt mal zurück. Nicht das 3-0 sehen wir hier, sondern das 1-2 aus Sicht der Bärchen, der Stofftierchen. Damit haben sie dann direkt auch die Monkeys in eine Eco gezwungen. Die haben hier hauptsächlich ein bisschen was mitgenommen an Pistols. Ihr seht es, zweimal Deagle, zweimal Tech 9. Assa hat ein bisschen was zu werfen und das Kevlar, damit könnte man jetzt gerade hier im Dropper gefährlich werden. Oh, aber die HEs, das könnte... Nein! Und sie fliegt zu weit, das hätte der Double Kill werden können, aber Song Minho hat da schon den Schaden gemacht. Trotzdem, jetzt kommt der Go und dann ist die Frage, da kommt Molotov und Smoke, jetzt die Flash hinterher, das kündet sich natürlich an. Song Minho holt da den ersten, den zweiten auch, den dritten nimmt er auch mit und das war halt seine HE, die da schon den Schaden gemacht hat. Lina gibt auch nochmal einen schönen Headshot und Crowny schließt es dann ab. Schön gemacht und so hält man dann auch mal den Dropper sauber. Das ist ja auf Cobblestone nicht immer so einfach. Direkt der Ausgleich hier, das ging relativ schnell. Oh, Gambit hat damit auch Godsend besiegt. Da habe ich gerade nur mal zwischendurch immer wieder ein bisschen reingeguckt. Naja, ist halt Godsend, die nicht die Leistung zeigen können, die man ganz am Anfang bei diesem Tausch so von ihnen erwartet hat. Naja, aber konzentrieren wir uns natürlich auf unser Game. Es wurde wieder gekauft bei den Monkeys. AWP jetzt auch bei Breck. Der wird hier, der ist hier auf der Suche. Ihr könnt es da, konntet es da links gerade schön sehen. Der steht hier und wartet nur darauf, dass ihm Stofftiere-Spieler da reinläuft. Aber die stehen hier sehr defensiv momentan. Haben sich so ein bisschen auch auf den Dropper noch versteift. Da stehen zwei Mann zumindest sehr nah dran. Croik und Tomek. Tomek kann da sehr schnell natürlich helfen gehen und ihr seht es, Croik nutzt da seine Granaten auch noch gut aus, aber Donny ist schon runter und jetzt geht's hier auf den Spot drauf und ich sag es und dann wird direkt das Tempo rausgenommen. Da wurde Donny vorgeschickt und am Ende ist er gestorben. Croik nimmt auch noch einen mit und ihr seht es, vier Stofftiere sind schon da, sie haben zwei Mann Vorteil, wissen, dass da die Awe ist und Croik, der macht halt mit der Deagle aus der zweiten Runde einfach direkt weiter, wieso nicht? Und ja, die Monkeys sind schon voller Angst, wollen da gar nicht mehr groß aus der Titanic raus, wollen hier den Dropper rein, aber Songmin macht da seine Arbeit, kriegt da nochmal Hilfe von Croik und damit auch die Runde für die Stofftiere. Drei Runden in Folge zwingen sie hier die Monkeys nochmal in eine Eco. Und ihr seht es gerade, haben sich da eine richtige Bank aufgebaut. Guckt euch das an. Und das kommt natürlich davon, hier hat man einen Spieler verloren, hier hat man gar keinen verloren und hier auch nicht. Und das war ja eine Full-Eco, die sie gewonnen haben. Das ist schon eine ganze Leistung. Und Mysterious Monkeys, die sehen gerade nicht so prickelnd aus. Trotzdem ist es noch nicht lang gespielt. Und jetzt guckt euch das an, sie sind hier einfach B-Spot raus. Aber dann sterben sie, Croik hier, Tomek nimmt auch noch einen mit, dann die AWP, die hier einen Laut von sich gibt und es ist nur noch Breck ganz alleine gelassen, kriegt aber den Headshot gegen Croik, bevor er noch rausgenommen wird. Zumindest ein bisschen Schaden dieses Mal, wenn es so weitergeht, dann dürften die Mysterious Monkeys natürlich jetzt drei Kills machen. Dann haben wir hier so eine schöne, da haben sie fünf, da sind fünf CDs durchgekommen, hier vier, hier drei und dann mal gucken, wie weit das noch weitergeht. Aber es war ja gerade auch nur die Full-Eco. Jetzt wieder Geld da. AWP auch bei beiden Seiten.
Greg hat sich wieder eine geholt, auch wenn es nur die Glas-AWP ist, und es soll wieder Titanic durch. Guckt euch das an, da stehen alle. Ihr könnt es hier von hinten von Assa sehen, da sollen gleich die Granaten kommen. Ja, und wir warten noch ein bisschen. Jetzt fliegen die Granaten, jetzt muss es sich anzeigen. Jetzt muss es da runtergehen und dann könnt ihr es hier auf Tomic angucken. Der sitzt hier, wartet auf seine Mates. Und er kriegt auch einen. Kriegt da den zweiten nicht. Dann ist es Assa, der den ersten für die CT-Seite macht. Ist da aber auch bekannt und schon quasi alleine gelassen. Nur noch Creo. Der ist hier irgendwie durchgekommen, aber ob er das 1 gegen 4 hier noch schafft, das ist eine große Frage. Sieht da schon mal den ersten, hat sich damit verraten. Und mehr kann er nicht machen. Ist dann natürlich auch eine schlechte Position gewesen, wenn da drei CTs noch immer rumstehen und auf ihn warten. Ja, und die Stofftiere setzen hier ihren Lauf einfach mal fort. Schön gespielt bisher von ihnen. Das sind 5 Runden in Folge, haben im Grunde wirklich nur die Piss-Round verloren, dann die Folgerunde und selbst die war ja wirklich wirklich knapp, sagen wir es so. Stofftiere jetzt ganz schnell, Tech-9-Train, White hier erfolgreich, Crowny auch, aber dann sind es Creo und Bragg mit den Tech-9s, fahren sie einfach mal drüber. Aber die CT ist schon verschoben und ja, ihr seht es, Kroik, der ist so fixiert darauf, die Kills zu kriegen, dem ist vollkommen egal, wer ihm da in den Headshot reinläuft, der kriegt einfach die Kills. 3 Stück hat er da mitgenommen, auch wenn's eins seiner Mates waren. Der macht hier momentan ein richtig, richtig gutes Spiel, 12-1-2. Ich meine, der hat sich in der zweiten Runde die AK geschnappt, hat die durchgebracht. Und momentan macht er damit richtig, richtig gute Arbeit für die Stofftiere. Diesmal aber Bragg erfolgreich. Der erste Kill. Crowny hat aber auch schon auf A ausgeschlossen. Das ist jetzt natürlich auch bei den Ts bekannt. Ihr seht es, Creo versucht sich hier so ein bisschen nach hinten auch noch Luft zu verschaffen. Aber ihr seht es, Crowny ist komplett über die T-Base durchgegangen. Und das haben sie anscheinend noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Es ist jetzt auch bekannt, dass nichts nach A kommt. Ihr seht es hier auf dem auf der Karte natürlich. Crowny nicht erfolgreich, den hätte er definitiv machen müssen. Jetzt stirbt er dafür. Und das hier könnte die Runde nochmal aufgemacht haben für die Monkeys. Haben jetzt einen Spieler mehr. Und ihr seht es natürlich, White musste sich auch Richtung A dann ziehen. Aber Kroik, der lebt doch. Holt sich Bragg, der für den ersten Frag der Runde verantwortlich war. Molotov macht noch viel Schaden, hat da 2 Spieler nochmal runtergeschossen. Ne, einen nochmal sehr low geschossen. Und der könnte jetzt hier der zweite Kill für Song Min werden. Aber auch Assa steht da gut und Assa ist es. Und dann macht Song Min den dritten auch noch. Gobbelt die alle so ein bisschen ab. Ich meine, die hatten ja auch nicht mehr alle so viel HP, dass er den ersten Headshot da so schön geben konnte. Hat es definitiv ausgemacht, denn die beiden letzten Spieler, es waren Assa und Pat, glaube ich, waren ja, die können ja mit ihren wenig HP nicht einfach so vorlaufen. Das hat man ja gerade gesehen, dass das dann in Tränen enden kann für das T-Team. Die haben sich jetzt aber auch mal vor A aufgestellt und da ist die AWP erfolgreich sofort einen Kill geholt. Creo ist hier zwar Titanic durch, aber der ist nur Ablenkung und viel kriegt er da gar nicht. Oh mein Gott, und das Timing. White hat da mega viel Glück, dass Assa auf der Bombe war, aber dann wollte White da zu viel und Assa will auch noch mehr und Assa kriegt es, sorgt hier dafür im Alleingang, dass sein Team Vorteil hat. Creo macht es auch richtig, kriegt den Kill als Backstabber von hinten und zieht natürlich auch noch Kroik da komplett auf sich, sodass hier Song Min Ho auch wieder alleine gegen 3 gestellt ist. Aber guckt euch das an, der hat richtig das Timing, der hat das vollkommen gelesen, der kommt jetzt von hinten und mit etwas Glück kann er da 2, vielleicht 3 Kills machen, holt sich den ersten, holt sich den zweiten und holt sich den dritten auch. Oh mein Gott, ist das gut gemacht und jetzt ist es nur noch Creo komplett gedreht durch eine mega Situation von Song Min Ho. Der macht hier auch das 4 gegen 1 im Grunde. Kroik muss da gar nichts mehr machen. Richtig, richtig schön gespielt. Das Timing hat er gehabt. Einfach hier brav durch und hinterher. Und dann haben natürlich die Ts auch nicht unbedingt ihre Shots gesetzt. Beziehungsweise, wenn da halt Song Min Ho mit der AK so rumkommt, kann 2 so erwischen und den anderen beiden gibt er direkt instant die Headshots. Da machst du natürlich auch wirklich gar nichts gegen.
Mysterious Monkeys jetzt schnell. Song Min-ho steht da einfach mit dem Messer in der Hand. Der hat ja gar nicht erwartet, dass er so schnell gespielt wie Croik, aber erfolgreich macht. Oh mein Gott, was ein Headshot. Macht es auch mit der Pistol und dann kriegt er da Hilfe von White, der AWP, der hier die letzten auch noch aufräumt. Und naja, das sind 9 Runden in Folge von den Stofftieren. Ich meine, natürlich ist es ihre Map, aber ich glaube, so deutlich hätte ich das hier gerade definitiv nicht erwartet. Ich meine, Stofftieres Map, eigentlich Home Map kann man vielleicht sagen, zumindest die Map, die sie hier bisher in der Division, in dieser Season sehr, sehr gerne gespielt hat. Das war eher Mirage. Und naja, ja, guckt euch das an, Song Min-ho. Gerade macht er Sonnenbock und dann kauft er sich eine Negev oder keine Ahnung, wie man sie genau nennt. Eine der beiden Paras, sagen wir es so. Ich meine, sie sind nicht schlecht, zumindest wenn man nicht einfach durchdrückt. Man ist sehr langsam damit, das heißt, man muss sehr stationär spielen. Aber naja, und jetzt kommt hier gleich der Go. Ihr seht es, Mitte durch. Hier steht Crowny. Und sonst haben wir hier noch White, der jetzt seinem Mate unten ein bisschen helfen möchte, während Song Min-ho schon auf den Spot selber gegangen ist. Rotation kommt aber dann auch wieder. Die Mysterious Monkeys wollten da nur jemanden irgendwo erwischen. Das haben sie nicht, dafür standen die Stofftiere zu defensiv und jetzt soll es anscheinend wieder Richtung B gehen. Ihr seht es, sie ziehen sich da zusammen, aber Tomek steht da natürlich in einer gar nicht so schlechten Position, wird aber rausgemollied und das ist hier immer das große Problem. Oh mein Gott, der verbrennt da komplett. Ja, die Flash, die hätte er nicht werfen dürfen, da hätte er definitiv auf eine Smoke gehen müssen, aber ob er die noch hatte, weiß ich natürlich nicht. Asa macht hier den Backstabber, könnte da Song Min hochkriegen und den kriegt er auch. Aber auf A, auf B fallen dann die Kills für die CTs. 2 gegen 2, es ist auch bekannt, wo beide sind. Croik, natürlich, wer auch sonst, Croik macht hier den dicken Schaden. Zieht sich jetzt auch zurück, denn sie wissen, zeitlich ist das nicht mehr zu schaffen. Einer muss sich auf jeden Fall zurückziehen. Ja, und White, der wartet hier auf die Zeit trifft am Ende dann nicht den Donny, der es mit 5 AP so gerade noch überlebt. Trotzdem wieder eine Runde für die Stofftiere und denen ist egal, dass da bei den Mysterious Monkeys eine AK mit Kevlar durchgebracht wurde. Die können, guckt euch das an, Song Min-ho hat schon direkt nochmal sich das Ding geholt. Oder es wurde ihm wieder mitgebracht. Wahrscheinlich eher. Jetzt geht es hier Mitte durch. Aber da steht sie, die Para. Und er macht 2, bevor er dann angesprungen wird. Creo auch erfolgreich. Trotzdem, die AWP hält immer noch den A-Spot. Kriegt jetzt auch Hilfe. Croik auf dem Weg. Und wir wissen, wie gefährlich das ist. Asa muss erstmal die Bombe wieder unter Kontrolle kriegen. Und dann werden die beiden T-Spieler hier auch noch getrennt. Tomek hat wieder offensiv B-Spot ausgeschlossen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die hier die Monkeys momentan noch haben, ist wirklich auf den A-Spot zu gehen. Wenn sie versuchen zurückzugehen, dann müssen sie natürlich an dem campenden Tomek noch vorbei. Sieht aber momentan nicht so aus, als wollte man hier groß vor. Ist auch erstmal von beiden Seiten fast schon die richtige Entscheidung. Die Sache ist halt nur, ihr seht es, es sind hier die Ts, die auf den Spot müssen, nicht die CTs. Die Stofftiere machen das richtig, jetzt soll hier der Go kommen. Da kommt die Flash und dann dürfte Creo da reingehen. Ja, geht hier durch, hat auch was, da, das hat lange gedauert, kriegt am Ende den Headshot, wird aber gerefragt und somit ist es nur noch Asa. Und ja, Croik spielt das sehr gut aus. Einfach Zeit rauslassen, ja, und Asa sollte eigentlich versuchen, die Bombe zu legen, denn ihr seht, es hat das da links kurz beobachten können. Da kommt der nächste, oh, jetzt der Molotow. Richtig viel Schaden wird da nochmal gemacht. Am Ende trotzdem das 1 gegen 1, Tomek wechselt die Position. Song Min-ho muss jetzt, ach, Asa muss jetzt legen, hat er auch geschafft, 1 gegen 1 Situation. Trotzdem, Asa weiß, dass Tomek überall sein kann. Die Frage ist, ob er ihn da auf den Fässern erwartet. Nein, Asa macht es noch, klatscht es hier im Grunde noch im 1 gegen 3. Richtig schön gespielt. Auch wenn das von den Stofftieren wirklich gut gespielt war. Sie haben es sehr lange versucht, auf Zeit zu spielen.
Schlussendlich hat es nicht ganz geklappt. Da war Tomek dann ein bisschen zu langsam dafür, um seinem Mate Croik da noch gut helfen zu können. Und somit mal wieder eine Runde für die Mysterious Monkeys, die jetzt natürlich definitiv hier die Folgerunde aufbauen. Ein Problem für die Stofftiere zu kaufen, jetzt auch mit der Doppel-AWP, drei AWPs also im Spiel. Und ich denke, die Stofftiere, ja, gut, sie haben jetzt sehr, sehr viel von ihrer Bank auch schon gebraucht. Sie müssen jetzt gucken, dass sie hier nicht selber noch in Ekos gezwängt werden, in die letzte Runde rein, beziehungsweise dann natürlich in den Force Buy, darum geht es ja eher. Und jetzt ist die große Frage, es geht hier gegen Crowny anscheinend, es soll hier den Kuhgang durch Mitte, ist auch schon eingenommen, nur Donny, der da auf dem A-Spot Stress macht. Und White guckt da rein, der will natürlich für seinen Mate auch ablenken, der hier schön in der Ecke steht. Aber mehr als ein bisschen Stress machen von den Monkeys ist es da wieder nicht gewesen. Die wollen hier Richtung B und ihr seht es, da lauert Song Min-ho diesmal nicht mit der Para, sondern mit der Ave. Und er kriegt den Schuss ab und trifft selber nicht und den zweiten macht er dann. Was war das denn? Er geht einfach raus und instant tot. Aber dann Refact vom Pad, wird dann aber auch selber gerefact. Hier wird getauscht, bis zum geht nicht mehr. Und dann ist es Tomek, der hier zweimal, drei, richtig schöner Headshot. Er entscheidet es im Grunde fast schon im Alleingang. Aber gerade Asser ja auch 1 gegen 3 gewonnen. Schafft er das hier nochmal, holt sich direkt den ersten. Aber dann wird er von White durch eine Ecke auch noch geholt. Und damit, ja, Worst-Case-Szenario für Mysterious Monkeys. Natürlich, letzte Runde, sie forcen runter. Aber ihr seht es schon, das wird hier der Tech-9-Train auf der T-Seite. Und das ist natürlich nicht ideal, was hier Mysterious Monkeys gerade aufbieten können für diese 15. Runde der ersten Map. Das 12-3 rückt also definitiv hier in, ist definitiv möglich. Jetzt muss aber Crowny erstmal, kriegt nur einen einzigen, aber dann ist White da. Das Problem natürlich, AWP Klaus da, aber dann Croik mit dem Double und auf einmal wieder nur Asa im 1 gegen 4, beziehungsweise jetzt wieder in dem 1 gegen 3. Vor zwei Runden konnte er es gewinnen. Dieses Mal wird es schwer, würde ich sagen. Er nutzt seine Smokes, aber Klaus, guckt euch das an. Und damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Schöner Move von Song Min-ho. Und damit 12-3. Und das ist, das ist einiges. Es ist eine Map, da kann man sehr, sehr viele Runden auf der T-Seite holen. Das hat hier Monkeys überhaupt nicht geschafft. Eine einzige Runde im Spielverlauf. Ansonsten haben sie das hauptsächlich durch diese erste Runde mitnehmen können, als die Bombe explodiert ist. Das war immer sehr knapp. Wir nutzen ganz kurz die Zeit, um auf das Scoreboard auch zu gucken. Asa und Creo sehr gut dabei, aber Donny mit 2 Kills definitiv nicht sein Spiel. Bragg mit 4 Kills auch nicht so gut dabei. Und auf der anderen Seite Croik mit 20 Kills richtig stark. Der hat gerade am Anfang alles geholt und dann Song Min-ho mit 17 Kills direkt der Zweitfragger, der immer wieder im Dropper gezeigt hat, was er kann. Genauso wie Pat gerade, der den Doppelkill geholt hat. Und so sieht es aus, als könnte hier die Monkeys die zweite Pistol-Round auch wieder mitnehmen. Oh, Tomek hat da Glück. Das Timing mit der HE war unglücklich für Asa, wird da rausgenommen. Jetzt kommt natürlich, muss die Rotation kommen, Creo, derjenige, der es auf den A-Spot noch geschafft hat und hat da zumindest einen gesehen. Haben sie das mitgekriegt? Sie umlaufen ihn auf jeden Fall. Am Ende kriegt er den einen Headshot. Kriegt er noch einen? Ja, er schießt zumindest low, dass Pets machen kann. Und Pet dann mit dem letzten 4K vom Pet hat es eröffnet und geschlossen. Die Runde schön gespielt. Und das ist hier genau das natürlich, was wirklich wichtig war für die Monkeys. Denn hätten sie hier die Pistol Round nicht gewonnen, dann hätte man fast schon Bye-bye erste Map sagen können. Jetzt aber wieder Force Buy der Stofftiere. Sie haben die Bombe nicht gelegt, da kann man das natürlich machen. Dreimal die Deagle. Bieten sich eigentlich nicht so für diesen Kuhgang-Rush an. Aber da geht's jetzt durch und in der Mitte muss Asa auf jeden Fall aufpassen. Er wird jetzt hier von der Seite angegangen. Tomek wartet da. Hat er es auf dem Schirm.
White will hier durch und oh, schöner Headshot, schön gewartet, kriegt da viel Schaden, Asse auch gefallen, zweimal Vorteil, aber Donny zieht es wieder raus, bevor er dann gerefragt wird und es ist Crowny hier, der den Backstep machen will. Creo hat es gehört, aber dann der Headshot und auf einmal ist es nur noch Brack. Brack hier mit seinem 5. Kill zumindest schon mal, trotzdem steht er nicht gut da, die Bombe fast schon on spot. Ihr seht es, gleich dürfte sie gelegt werden, wird von zwei Spielern verteidigt und er hat noch ganze 27 HP. Definitiv keine gute Position, auch wenn Crowny hier keinen Kevlar hat und mit zwei Kills weg wäre. Kroik hat im Grunde noch alles, der ist hier momentan der unverwundbare Terminator, um den es hier vielleicht geht. Und jetzt geht's vor. Und das ist natürlich ein einfacher Kill für Kroik. Damit direkt das Ganze wieder zurückgeholt. Diesmal nicht erst in der dritten Runde, sondern in der zweiten Runde direkt mit dem ersten Force Buy. Holt es Stofftiere. Und ich denke, damit haben sie hier gerade das Momentum komplett in der Hand. Mysterious Monkeys schafft es nicht mehr, hier noch Runden hintereinander zu kriegen. Die versuchen es natürlich jetzt nochmal mit dem eigenen Force Buy, denn sie wissen, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Ah, das war ein bisschen zu viel, was White da wollte. Sehr alleine vorgegangen. Das habe ich ja, glaube ich, auch beim letzten Mal, dass ich die Stofftiere gecastet habe, immer mal wieder wegen gemeckert, dass es relativ einzeln manchmal ging. Das haben wir da auf Cash gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Naja, das war halt so eine Sache. White hat es da schnell versucht in der Mitte und jetzt steht sein Team schlechter da. Aber dann geht es jetzt erstmal hier den Dropper runter. In der Mitte steht Pat, der kann gar nichts machen, außer einen Headshot fangen. Und dann geht es hier weiter, aber es sind auch schon drei CTs da. 3 gegen 3 jetzt auf dem B-Spot. Und Crowny ist hier derjenige mit einer der stärksten Waffen. Tomek kann einen machen. Oh, ich möchte das an Crowny, der wartet da halt einfach. Und am Ende wird er belohnt. 2 gegen 2 jetzt trotzdem. Ja, er holt auch dann Donny direkt nochmal. Und jetzt ist die Frage, Bragg, der kann sich natürlich nicht verraten, wenn er hier die Bombe kriegen könnte. Aber nein, er ist zu langsam. Auch wenn sie das nicht erwarten dürften, ist jetzt die große Frage. Kann er vielleicht nochmal die Bombe abfangen? Oder wird er dann selber geholt? Wechselt jetzt nochmal die Waffe? Da könnte man ihn eigentlich sogar hören. Ich glaube, Kroik hat ihn gehört und stirbt dann damit die Bombe down. Ups. Und das hätte natürlich nicht passieren sollen. Aber Crowny mit einem einzigen HP macht hier das 4K. Seine Runde definitiv, nachdem White den Vorteil so ein bisschen verschenkt hatte, den man durch die Waffen hatte, hat sich sein Mate Crowny gedacht, kein Problem, Junge, ich mach das für dich. Und damit 14-4, 10 Runden Vorsprung für die Stofftiere und natürlich die nächste Force-Buy-Runde von den Monkeys. Die brauchen hier jede Runde. Asa wieder in der Mitte. Kann sich da zumindest mit der Smoke nochmal ein bisschen behelfen. Aber gut. Dafür natürlich auch viel Raum aufgegeben. Die Stofftiere auf dem Weg Richtung B. Aber ihr seht es auch, die Titanic ist auch schon voll. Und oh, hat da Asa was gesehen? Ja, er will da rein. Kriegt den ersten Kill. Richtig schön gespielt von ihm. Und wieder ein Vorteil. Wieder White, der da gestorben ist. Diesmal mehr campig. Gut, dass er da so ein bisschen gesehen wurde. Da kann er natürlich gegen den Move nichts machen. Und jetzt muss hier definitiv Titanic gehalten werden, wollte ich gerade sagen. Creo versucht sein offensiv durch gegen zu pushen, als selber gepusht wird, wird dafür bestraft. Schön gewartet von Crowny, der dann im Dropper geholt wird und Donny macht es hier zu einem 4 gegen 2 für sein eigenes Team. Die Möglichkeit ist definitiv da, ja, vor allem mit dem Kill. Donny hier on fire diese Runde, hat schon 2 mitgenommen und dann ist es Tomek, der hier alleine gelassen wurde, nimmt aber auch noch einen mit. 1 gegen 3, das hat vorhin Asa mal gewonnen. Und Tomek, ja, der kriegt jetzt mit, dass da von hinten schon was kommt. Hat er da 2 Stück mitgekriegt? Oh mein Gott, kassiert viel Schaden, macht aber einen Kill. Dann ist es aber am Ende Donny 3 Kills, um hier die Runde nochmal für die Monkeys zu holen.
Ja, und dadurch, dass die Stofftiere hier die letzten Runden immer sehr viel Geld ausgeben mussten, sehr viele Spieler verloren haben, ist es diesmal eigentlich auch der Force-Buy. Ihr seht es, sie haben hauptsächlich diese 1400, 1500 oder sowas gehabt. Und damit haben wir hier den Pistol Kevlar bei. Ein bisschen was zu werfen ist da. Aber die Möglichkeit für die Monkeys nochmal was groß zu machen. Die Sache ist nur, können die da jetzt gegenstehen? Ihr seht es, es ist schon raus, sie sind schon raus, aber dann sterben sie gegen die geballte Macht der Cities. Es ist nur noch White, die letzten Runden. Immer der Erste, der gestorben ist, jetzt der Letzte, der noch lebt. Kann zumindest noch einen mitnehmen, aber das reicht natürlich nicht, um die Runde noch zu holen. Diesmal Break mit dem 3K, sehr, sehr wichtig für sein Team. Damit könnte das hier jetzt auch das erste Mal werden, dass Mysterious Monkeys 3 Runden hintereinander holt und zumindest die Hälfte der Runden von den Stofftieren auch bekommt. Denn ihr seht es, es ist die Full Eco von den Stofftieren. Die rushen jetzt erstmal schnell gegen Assa, der hat es gehört. Molotov hält es natürlich auf und die P90 ist in der Position definitiv die richtige Waffe. Ja, das ist gefährlich gegen Pistols, sie pushen da immer mal gerne auch eher durch so eine Smoke, aber ihr seht es, er kriegt auch schon Hilfe. Es ist anscheinend bekannt, dass da höchstwahrscheinlich noch was ist. Und die Stoff, die haben keine Flash, um sich da rauszuflashen, die dürften hier gleich ins Kreuzfeuer reinlaufen. Und Assa, der wartet, sieht jetzt was. Ersten, zweiten kann er nicht mitnehmen, aber dann ist Donny da, der wird aber auch von hinten geholt. Und somit haben hier die Stofftiere auch schon 2 Kills mitgenommen, konnten sich eine AK rausbringen und die Bombe ist auf dem Weg Richtung B, während hier auf A noch gestresst gemacht wird von Chromie. Der sieht da jemanden, aber ohne Kevlar gibt es natürlich den Aimpunch. Die Hits trifft er so noch nicht und White, der wartet hier geduldig darauf, dass Creo da ihm vielleicht reinspringt. Aber noch ist das nicht der Fall. Jetzt soll es aber lang durch und das wäre offen. Creo jetzt erst am Stein. Und der guckt da gar nicht hin. Ist er jetzt gesehen worden? Oh mein Gott. Aber dann Crowny zumindest mit dem Refact. Und der sollte, kommt jetzt on spot, kann dann auch die Bombe legen. Mysterious Monkeys machen es richtig. Gehen zusammen, gehen zu zweit. Und das war's für Crowny. Connor nochmal einen Hit. Nee, gar nicht. Hat auch keinen Hit gesetzt. Sofort der Aim Punch drin. Wird dann exekutiert von den beiden verbliebenen CTs, die da gar nichts kennen. Und wie angesprochen, das erste Mal hier, dass Mysterious Monkeys auch mal 3 Runden am Stück holen kann. Und vielleicht ist das hier das erste Lebenszeichen von ihnen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass sie trotz allem nur die Hälfte der Runden der Stofftiere haben. Und die haben jetzt wieder gekauft. Die haben alles, was sie sich so wünschen können. AWP braucht man nicht unbedingt auf der T-Seite von Cobblestone. Die ist auf der CD-Seite wichtiger. Da könnte Brack jetzt mit entscheidend werden. Ah, und Donny, der weiß, wo er da durchschießen muss. Gibt zumindest einen Hit und dann White wieder offensiv dadurch. Diesmal hat es ein bisschen funktioniert. Donny kommt da mit 2 HP so gerade weg. Ja, aber guckt euch das an. Schön geboostet eigentlich, aber Brack, der hat es auf dem Schirm. Lässt sich da nicht von beirren. Wusste, dass da was ist. Ja. Und Creo holt sich dann auch den zweiten. Die beiden da auf der Titanic hatten ja schon die dicke HE abgekriegt. Und die CTB-Spieler haben sich da gedacht, nee, mehr muss nicht sein. Und White, vielleicht noch einmal warten. Dann hätte er da den Kill machen können. So trifft er ihn nicht. Ja, und Donny stirbt da. Da braucht er ja im Grunde wirklich nur die ersten 2 Hits. Mit 2 HP ist er tot. Auch Assa direkt gestorben. Trotzdem sind hier 2 Spieler vor dem A-Spot. Aber Tomek ist hier durchgekommen. Oh, und dann hat man seine Waffe gesehen. Da ist er nicht weit genug oder zu weit rausgegangen am Holz. Lester Croik komplett alleine in dem 1 gegen 3. Und bisher war das nur Assa, der das schon mal gewinnen konnte für sein Team. Trotzdem, ihr seht es. Die CDs sind gesplittet. Jetzt ist aber bekannt. Und Creo, der darf sich da eigentlich gar nicht mehr groß zeigen. Am Ende macht er es nochmal ganz gut. Die Flash hat natürlich Wunder gewirkt, dass hier Creo dann den Kill doch nochmal mitnehmen konnte. Wäre er da schnell gefallen, wäre das definitiv nochmal offen gewesen für Croik, da was draus zu machen. Aber die Mysterious Monkeys scheinen auch der Meinung zu sein, dass hier Cobblestone
die CT-Map ist und nicht mehr die CT-Map, wie wir das so kennen, holen sich hier die vierte Runde am Stück und kommen wieder ran. Jetzt geht's aber hier ganz, ganz schnell durch. Und die Flashes, die sitzen. Bombe als allererstes, 10 HP bei Kroik noch, der sieht da aber was. Gibt jetzt die Hits und dann auch den Headshot gegen Bragg, sofort einen rausgenommen, aber kommen sie da on-spot? Das ist die große Frage. White versucht, es wird exekutiert. Ja, und Creo, 3 Kills für ihn. Damit ist es nur noch einer und der kann auch nichts mehr machen. 14:9, fünfte Runde am Stück. Die Mysterious Monkeys kommen den Stofftieren wirklich bedrohlich näher. 5 Runden haben sie jetzt geholt. Keine große Bank aufgebaut. Ein paar Tausender haben sie jetzt. Assa und Donny hauptsächlich diejenigen, die nächste Runde auch nochmal full kaufen könnten dann. Ist natürlich immer so die Sache, gerade wenn das andere Team nur noch eine Runde für die 15. Runde braucht. Der Boost wurde auf B versucht, nicht viel gefunden. Und jetzt guckt euch das an, das könnte hier ganz, ganz gefährlich werden. Vor allem, weil da hier Song Min schon durch ist. Aber der wurde schön geflasht, wird dann rausgenommen von Donny und der Rest des T-Teams kommt jetzt hinterher. Oh, sehr, sehr offensiv gepiekt. Ah, von Assa war es, glaube ich, hat da Glück, dass er keinen Headshot kriegt. Und der Go direkt aufgehalten vom CT-Team. Bragg dann die AWP spricht und macht einen Kill. Und es sind nur noch 3 Ts, die hier gegen die geballte Ladung der CTs immer noch angehen müssen. Sie haben zumindest die Bombe wieder. Bragg verrät sich da, kann den Kill nicht setzen. Und jetzt kommt es hier auf Donny an. Da soll es jetzt gleich durchgehen. Kann er hier die Kills machen? Na, erstmal durch die Smoke. Er geht durch und dadurch sterben seine Mates. Seine Mates, er ist jetzt natürlich immer noch nicht bekannt, kann hier den Kill gleich machen, wartet zumindest sehr, sehr gut nochmal jetzt, oh mein Gott, den Kill gemacht, den zweiten auch noch und damit ist es hier Tomek gegen 3 und auch wenn die Bombe gelegt ist, das wirklich halten, das wird ganz, ganz schwer, wird da geflasht und dann auch geholt, Donny kennt da nichts, geht auch in seinen eigenen Molotow rein, um hier das 4K noch zu machen. Schlussendlich, ich meine, er hat durch den Move seine Mates sterben lassen, wenn man das so sagen kann, die natürlich mit ihm hier an der Position so ein bisschen gerechnet haben, waren ja beide hier on spot, trotzdem am Ende dann schön von hinten gekommen, die Kills gemacht, die wichtig waren und damit die Runde entschieden und naja, es ist die 6. Runde am Stück. Die Monkeys dominieren gerade selber auf der CT-Seite. Es ist hier fast schon verkehrte Welt. Doppel-AWP jetzt bei den Monkeys. Ja, ein bisschen Geld dafür, auch wenn es bei Bragg nur die Glas-AWP ist. Trotzdem, ihr seht es hier, Creo, da stehen sie schon direkt über ihm. Und Bragg verschießt als allererstes, muss dann natürlich aufpassen, brennt dann auch so ein bisschen an, wird dann geholt, Creo zumindest erfolgreich, ein Mann Vorteil, die Bombe ist down, das hat überhaupt nicht funktioniert für die Ts. Die warten jetzt darauf, dass sich Creo nochmal zeigt, er sollte das eigentlich gar nicht machen, defensiv bleiben und Zeit runterlaufen lassen, denn ihr seht es, die Bombe ist in der Hand der CTs. Kroik versucht hier durchzukommen. Sieht da einen, kann den Headshot nicht setzen. Damit noch eine schlechtere Position für die Stofftiere. Aber Crowny kann hier zumindest Creo holen, der da offensiv stand. Geht dann weiter, kriegt den nächsten. Oh mein Gott, von der Seite jetzt erst Pat da. Der hat seinen Mate da ein bisschen sterben lassen. Das muss man ganz klar sagen. Am Ende zumindest den Refrag dann auch gemacht. Aber das hat jetzt dafür gesorgt, dass hier Crowny die Bombe legt. Und der macht es. Der macht es richtig schön. Sie sind beide zur selben Zeit da reingegangen. Und haben sich dann von einem Spray weghauen lassen. Schön gemacht von Crowny. Und sowas darf halt eigentlich nicht passieren. Ne? Natürlich schön. Ich meine, die beiden Spieler, wer war es? Tomek und Crowny, die haben halt einfach auf B lang, auf Titanic hier gestanden, ein bisschen gecampt, haben auf die Kills gewartet und Creo hat sie angeboten. Ne, dann hat ein bisschen das Backup gefehlt und somit die Stofftiere haben die Siegesserie von den Monkeys damit gebrochen, haben jetzt auch 5 Map-Bälle und die große Frage hier natürlich,
kann Mysterious Monkeys das nochmal schaffen, nochmal 5 Runden am Stück zu holen? Oder brechen sie jetzt gleich zusammen, nachdem sie gerade ihren letzten Atem für diese Aufholjagd von 6 Runden ausgegeben haben? Zumindest Geld hatten die Monkeys noch. Ihr seht es, Asa der Einzige, der keine richtige Waffe in der Hand hat. Oh, aber Kroik. Einfach mal da durchspammen. Und dann stand Donny genau im Weg der Kugeln. Gut, Asa hat also damit dann auch noch seine Waffe gekriegt. Aber trotzdem natürlich nicht das Ideale für die Monkeys. Vor allem, weil sie ja eh schon im Nachteil sind. Und da hilft auch das 1 gegen 1 tauschen nicht. Jetzt geht's hier auf den A-Spot. Aber White, oh mein Gott, wie zielt er denn da? Da war er komplett offen. Und Asa hat jetzt alle Möglichkeiten. Hat er noch wen gesehen? Ist komplett blind. Schieße, was macht Kroik denn da? Kriegt dann irgendwie doch noch den Kill. Und somit ist es hier nur noch Brack gegen 3. Die Bombe wird auf den A-Spot gebracht. Und ihr seht es, hier kennt schon Tomek. Er kriegt auch den letzten Kill der Runde. Und damit die erste Map für die Stofftiere geholt. Kurz noch aufs auf das Score gucken. Kroik mit 26 Kills, Topfranger direkt dahinter, Crowny mit 24 und auch Tomek hat die 20er-Marke durchbrochen. Auf der anderen Seite waren es Creo und Pat, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber zumindest die beiden Spieler, die in der ersten Halbzeit sehr, sehr wenig gemacht haben, haben sich hier nochmal ein bisschen zurückkämpfen können. Gerade diese 6 Runden am Stück, die ja dann die Monkeys doch nochmal hintereinander reinlegen konnten, waren sehr schön anzusehen. Da hat man gesehen, dass die Monkeys das Ganze auch wirklich gut spielen können. Am Ende haben sie es aber dann auf ihrer eigenen T-Seite verloren. Das muss man so ganz klar festhalten. Da nur 3 Runden auf Cobblestone zu holen, das ist definitiv zu wenig. Das hat sich am Ende gerecht, denn die Stofftiere, die brauchten halt einfach nicht mehr Großrunden, um es dann wirklich auch mitzunehmen. Und somit haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine Runde für einen Punkt, eine Map für die Stofftiere, ihr eigener Pick. Da ist natürlich dann gleich die Frage, ob mein Coin-Toss, wenn man es so nennen kann, richtig wird, ob er auf dem Rand stehen bleibt und wir das Draw sehen. Dafür müsste natürlich Monkeys dann gleich ihre eigene Map, die Map Train, mitnehmen. Bis dahin gehen wir aber noch natürlich ganz kurz erstmal in die Werbung, haben ein bisschen Pause, hören ein bisschen Musik, ihr kennt das Ganze ja, und dann sind wir in 5 bis 10 Minuten auch wieder gestärkt da, um hier gleich zu gucken, wie stark beide Teams hier auf Train auftreten und ob das die richtige Wahl der Monkeys war. Denn wenn die noch sich so einen Relegationsplatz wahren möchten, dann müssen sie, dann sollten sie hier auf jeden Fall ihre eigene Mapwahl auch noch mitnehmen. Denn ansonsten würde ich sagen, wird das noch sehr, sehr schwer, sich da hochzukämpfen. Die Möglichkeit, Team Zodiac vom ersten Platz zu drängen, haben sie schon verspielt. Das ist ganz klar, sie hätten dafür alle die letzten 3 Matches alle gewinnen müssen für die 6 Punkte, um das 13-3 selber auch noch zumindest kriegen zu können. Damit Zodiacs, glaube ich, so gut wie sicher an erster Stelle durch. Aber gut, ein paar Spiele sind ja insgesamt noch. Und wie gesagt, wir gehen ganz kurz in die Werbung, bevor ich hier anfange zu theorisieren, wie es da in der Division noch weitergehen könnte. Und ich denke, in 5 bis 10 Minuten sind wir dann auch alle wieder entspannt zum zweiten Teil des Matches da. Bis gleich. We'll be right back.
We'll be right back.
So, ihr konntet es ja gerade im Chat schon lesen. Ich hatte natürlich schon ein bisschen die Zeit auch hochgesetzt, weil nach dem Map-Switch auf Train auf einmal nur noch ein Team da war. Das ist, naja gut, das geht auch erstmal noch, sagen wir es so. Aber normalerweise trudelt das andere Team dann so langsam auch immer mal wieder ein. Jetzt ist es schon eine Viertelstunde oder länger her, dass wir den Map-Switch gemacht haben. Es kommt da überhaupt nichts. Und naja, jetzt haben wir zumindest von Tomiki die Info dann auch gekriegt, dass anscheinend die Mysterious Monkeys keinen Bock mehr auf ihre eigene Map haben. Ja, Doom wurde gerade schon reingesetzt. Doom 4, das ist natürlich mega unprofessionell. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie definitiv die Chance noch sich gewahrt hätten für die Relegation. Sie stehen ja momentan mit 7:4 eigentlich gar nicht so schlecht da, wenn man bedenkt, dass Mid-Area, die momentan auf Platz Nummer 3 sind, der erste Relegationsplatz ist, die stehen mit 9:5 da. Also Mysterious Monkeys haben hier im Grunde keinen Bock mehr auf ihre eigene Map gehabt oder was auch immer. Das können wir natürlich jetzt nur spekulieren, aber ich meine, wenn da Leute offline sind und andere Deathmatch spielen oder so, wie uns gerade weitergegeben wurde, beziehungsweise sich halt auch überhaupt niemand mehr in dem Thread oder sowas groß meldet, niemand auf den Server kommt von ihnen, da können wir natürlich dann selber auch gar nichts dran machen. Deswegen, naja, ist es dann schlussendlich auch das Ganze hier gewesen. Wir haben eine sehr schöne Map von den Stofftieren gesehen. Da denke ich, kann man die Jungs, falls sie jetzt noch im Chat sind, auch auf jeden Fall für loben. Die City-Seite, da standen sie richtig, richtig gut. Das hat mir immer wieder sehr, sehr gut gefallen. Wir haben noch ein kurzes Lebenszeichen von den Monkeys dann zwischendurch sehen können. Aber das war's dann auch. 16:10 ist aber jetzt nicht unbedingt so eine Überfahrt, dass man jetzt denken könnte, ja, die Monkeys, die sind da überfahren worden und haben jetzt dann die Schnauze voll von dem Spiel. Das muss einen dann, denke ich, wundern, vor allem wenn die Chance für die Relegation noch da ist, dann einfach zu sagen, ja, wir spielen jetzt einfach nicht mehr weiter. Dann weiß ich natürlich auch nicht. Vielleicht kommt da irgendwann noch mal was Spezielleres von den Monkeys. Wir müssen natürlich dann auch gucken, was unsere Admins und sowas dazu sagen, was dann da genau passiert. Ich meine, ich gehe dann definitiv davon aus, natürlich der Deathwin für die Stofftiere, die sich dann hier mit 9-7 insgesamt schön im Mittelfeld zeigen können. Wir können einmal ganz kurz drauf gehen. Das heißt, mein Coin nicht richtig, aber im Grunde auch nur 30% der Leute dann anscheinend richtig, wenn es jetzt so weiter ausgespielt wird. Ihr habt es gerade gelesen, Kami, da guckt gleich jemand in die Tickets, aber ich meine, gut, wenn die nicht auftauchen, dann bringt uns das natürlich auch nicht mehr ganz so viel. Stofftiere damit haben sich auf jeden Fall von den Plätzen ganz unten abgesetzt. Ich meine, Ernstes Team und Team KR, die sind schon durch, die haben keine Spiele mehr, die sind abgestiegen. Map Cleaner, die können zumindest noch auf das 6-10 kommen, aber gut. Ne, das heißt, ich glaube, Stofftiere war vorher eh schon durch, haben sich jetzt noch ein bisschen abgesetzt damit an den zumindest von den gewonnenen Spielen schon mal an. Wo bin ich? An Next Gen auch vorbeigezogen. Zumindest kurzzeitig vielleicht, denn die haben ja auch noch ein Spiel. Naja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Stofftiere haben hier definitiv eine gute Season gespielt. Es hat am Anfang, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein bisschen gehapert. Dann hat es sich aber zusammengefunden. Wir haben dann immer wieder gesehen, dass die Stofftiere gerade auf Mirage und, wie wir heute auch festgestellt haben, auf ihrer quasi Ausweich-Home-Map Cobblestone sehr, sehr gut dabei sind und sich dadurch auch immer wieder 1-1 von anderen Teams trennen konnte. So sammelt man natürlich auch so langsam ihre Punkte. Dann hat es zwar nicht für die Relegation gereicht jetzt.
Aber man muss sich auch überhaupt keine Sorgen mehr machen um so einen Abstieg oder so und kann es dann in der nächsten Season hier bei uns direkt nochmal versuchen in der Division 2. Damit dann vielleicht, wenn das Team so bestehen bleibt, an sich arbeitet, definitiv auch mit den Chancen dann um die höheren Plätze mitzuspielen und vielleicht auch mal in die Division 1 aufzusteigen. Würde mich ja als alten Stofftiere-Caster natürlich so ein bisschen freuen. Zumindest freut mich auf jeden Fall, dass sie es hier dann den Klassenerhalt schon mal geschafft haben. Ist doch auch was ganz Gutes. Zeigt, dass sie hier in Deutschland auf einem sehr guten Niveau spielen. Und ich denke, wenn ich dann keine neuen, wenn ich keine neuen Infos habe, ich werde noch einmal ganz kurz gucken, ob sich vielleicht irgendwas ergeben hat oder sowas. Nein, da kommt noch gar nichts groß. Das heißt, wir müssen einfach darauf warten, was jetzt von den Admins bezüglich des Tickets entschieden wird. Für uns ist damit der Abend dann aber vorbei. Kami schreibt es jetzt auch, das Match ist rum. Ich glaube, damit hat jetzt dann schlussendlich auch keiner mehr erwartet, dass jetzt auf einmal die Monkeys dann noch auftauchen oder sowas. Damit verabschiede ich mich. Ja, gut. Die Stofftiere können damit dann auch den Abend ein bisschen anders verbringen. Wird auch den Deathwind geben, wie ich das schon vermutet habe. Ob dann noch irgendwas anderes passiert, weiß ich jetzt nicht. Wie sowas gehandelt wird, dass einfach ein Team dann sagt, von wegen, ja, wir haben keinen Bock mehr. Ich meine, bei anderen Ligen, das weiß ich, da gibt es dann Strafgelder und sowas. Ich glaube, sowas wird es bei uns natürlich nicht geben. Aber ich meine, so ein Deathwind, wenn man eigentlich um die Relegation hätte spielen können. Das ist natürlich nicht das, was man so gebraucht hat. Ja, danke, Elpisenk, natürlich. Ich bin jetzt auch gar nicht so, sagen wir es so, ich weine dem nicht hinterher, dass wir jetzt nur eine Stunde uns hier im Grunde gesehen haben. Ich merke es halt schon, dass ich wirklich auch noch krank bin. Werde mich die nächsten Tage auf jeden Fall versuchen auszukurieren, um dann nächste Woche wieder fit zu sein fürs Casten. Ich hoffe, heute hat euch das Ganze gefallen. Ich habe ja, vielleicht habt ihr es so ein bisschen, solltet ihr es gesehen haben, die Kamera ja auch schon so ein bisschen umgestellt. Hab Anfang der Woche auch mal länger mit dem Horstor geredet, was man denn noch so alles machen könnte an meinem Cast. Das habe ich zumindest so ein bisschen schon versucht umzusetzen heute. Das ist natürlich alles Work in Progress, wie man so schön sagt. Vielleicht hat man ja schon so die einen oder zwei kleinere Sachen mitgekriegt. Dafür könnt ihr mir natürlich wie immer einfach Feedback selber auch geben, wie es momentan läuft, wie euch mein Cast so gefällt. Denn ich hoffe natürlich, er gefällt euch. Und damit wünsche ich euch auch erstmal nur noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende insgesamt. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall, je nachdem, was so ansteht, nächste Woche dann auch wieder. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch dann auch alle wieder hier im Chat begrüßen kann. Damit einen schönen Abend an euch und bis die Tage.